So, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Division 2 von Tom Clancy's natürlich. Und wir sind jetzt hier im Tresorraum. Ja, und da müssen wir irgendwelche Codes finden. Und so weiter und so fort. So, machen wir das mal so. Elektronisches Gerät erkannt. Getroffen. Dennoch. Er lebt noch. Genau nach diesen Verschlüsselungscodes haben wir gesucht. Weil ich nicht weiß, was auf uns da erwartet. Habe ich lieber die hier wieder in die Hand. Denn wenn da doch noch mehr Gegner kommen. Will ich wenigstens eine gute Waffe haben. Mit viel Munition. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Heute ist Zahltag, Leute. Eine Lieferung unserer heimlichen Ver-
Sicherheit geben, weil wir die härtesten Eier von DC haben, Mann. Gib mir mal die Neuner. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Es ist die Division. Roach hat alle ins Hauptquartier zurückbeordert. Du bist Kobas. Jetzt geht's los. Voll. Der Tresorraum ist da vorne. Da sind jetzt die Millionen drin. Ja. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Zugang verloren. Die Division ist im Tresorraum. Kein Problem. Der Präsident ist umgezogen. Er befindet sich jetzt oben. Heilige Scheiße. Sie haben den Präsidenten aus dem Wrack gezogen. Agent, neuer Auftrag. Finden Sie heraus, wo der Präsident ist und holen Sie ihn da raus. Synchronisieren Sie Isaac mit dem Sicherheitssystem der Bank. Da muss ein Rechenzentrum sein. Mache ich doch gern. Beginne Suchabfrage. Das ist meine Stadt. Sucherfrage beendet. Objekt lokalisiert. Es
ist Präsident Ellis. Ein Helikopter steht bereit, um ihn rauszubringen. Tresorraumverriegelung initialisiert. Das klingt nicht gut. Gibt's einen Weg aus dem Tresorraum, Isaac? Suche nach Ausweg aus dem Tresorraum. Null Treffer. Scheiß Armbanduhr. Schauen wir mal. Wenn Sie die westliche Wand durchbrechen können, finden Sie einen Wartungstunnel. Ob das hilft, weiß niemand, aber eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Jetzt müssen wir noch einen guten Plan an. Meiner Meinung nach. Wie weiß halt jeder seine eigene Meinung. Ob es jetzt ein guter Plan ist oder kein guter Plan ist. Zum Präsidenten. Beste Route wird hervorgehoben. Ich fasse es nicht, es hat funktioniert. Danke, Isaac. Fahrstuhl muss es doch stinken. Also ist schon da, gut. Ich habe noch ein paar bisschen Munition mit und jetzt wird Präsident Ellis gerettet. Also geht nicht, okay. Warum auch immer. Ich bin's. Ich brauche hier einen Heli. Und zwar sofort. Verstanden, Mr. President. Der Heli ist bereits in der Luft. Sir, an Ihrer Position sehe ich keinen Zugang zum Dach. Dann sprengen Sie das Dach. Okay. Bringen Sie mich zum Atrium. Jetzt muss ich mir auch noch mal überlegen, ob ich das auch wirklich machen will. Sie zum Atrium bringen. Treffer, der ist weg. Auch weg. Der ist auch weg. Von diesen Arschlöchern. Alle, bis auf den letzten Mann. Roach,
Wir werden keinen Nachschub mehr bekommen, wenn sich beim Rat rumspricht, dass wir den Präsidenten nicht mehr haben. Wir kriegen sie, Mayhem. Die Ärsche werden nicht weit kommen. Da bin ich mir jetzt sicher. Gut, dass du auch mal runterkommst. Sieg für uns. Schön, Sie heil zurück zu haben, Mr. President. Hallo, Präsident Ellis wollte mit Ihnen sprechen. Ich glaube, er möchte Ihnen dafür danken, dass Sie das Eisen aus dem Feuer geholt haben. Gehen Sie zu ihm, wenn Sie können. Agents, es scheint, Sie sind bereit für eine neue Fertigkeit. Kommen Sie zur Basis und wir gehen das an. Jo, machen wir, kein Problem. Machen wir. Doch kein Problem. Könnten wir nicht irgendwas noch spenden von den Projekten her? Nachschub, okay. Müssen wir ein paar Quests abschließen oder Aktivitäten wieder? Müssen wir die Geisel retten? Und da müssen wir einen Kontrollpunkt machen. Zum Waisenhaus zurückkehren. Jo, machen wir. Wir kehren direkt dorthin, laufen nicht über los, ziehen keine 500 Euro ein. Oh. Hallo, bereit eine neue Fertigkeit zu erlernen? Ja, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Die.
So. Bis später. Jo. Ah, da wären wir. Ich wollte Ihnen persönlich danken. Wenn Sie nicht gewesen wären, wäre ich immer noch in der Hand dieser Hyena-Arschlöcher. Wir alle sind der Division zu Dank verpflichtet. Für die Opfer, die Sie gebracht haben, um das Land zusammenzuhalten. Mhm. Sie sind der Do of Deeds, wie Roosevelt sagte. Nun liegt es an mir, Ihre Taten so zu dirigieren, dass Sie allen dienen. Wie Agent Kelso vermutet hat, es wurden Proben eines Breitbandvirostatikums nach Washington D.C. geschickt, um die Regierung zu retten. Um es klar zu sagen, es ist ein Mittel zur Bekämpfung von Virusinfektionen. Polio, Grippe, Dengefieber, Erkältungen, grünes Gift, kein Impfstoff, ein Heilmittel. Ich weiß, wo sich dieses Paket befindet, aber um es zu bekommen, brauche ich die Aktentasche, die ich an Bord der Air Force One bei mir hatte. Wir glauben, dass die True Sons diese Aktentasche im Kapitol haben. Hm. Dann holen Sie sie. Mir egal, wie Sie es tun. Tun Sie es einfach. Wenn wir dieses Land wieder auf die Beine stellen wollen, müssen wir bereit sein, Dinge zu tun, die nicht populär sind. Aber ich will hier keine Wähler gewinnen. Ich bin hier, um was zu tun. Und das erwarte ich auch von Ihnen. Absolut. So. Geht's da oben irgendwie weiter? Zum Kapitol sind wir nicht so weit. Da müssen wir Level 30 haben. Wir sind gerade mal bei Level 16 oder 17. Sieht wirklich gut aus. Endlich sind wir in der Lage, unser eigenes Essen anzubauen. Also, ich kenne deinen Küker namens Schäfer. Zu dem Träger vorher. Das Gewehr geht vor die Hunde und ihm scheint das kaum zu registrieren. Ich sollte ihn jedenfalls heute Morgen treffen, ohne dich einzutauschen. Aber er kam nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass da was nicht stimmt. Kann. Deshalb verkünde ich mit Stolz die Eröffnung der Werkstatt. Nachschublieferung erkannt. Entschuldigung. Der Friseur. Ich bin Joshua Summers, Arzt. Wie es scheint, werden meine Dienste im Weißen Haus gebraucht. Ich bin sicher, wir sehen uns da. Mhm. Ich bin zwar Friseur, aber... Hey. Letzte Woche haben die Outcasts das Lager an der Constitution...
Das können wir nicht machen, das ist mir nicht so weit. L24 sieht auch schlecht aus. Level 22. Agent, wir können diese Einrichtung nutzen, um die Verbindung zum Satellitennetzwerk der Division. End Space machen wir jetzt. Das Air and Space Museum. Das hier. Agent, wir können diese Einrichtung nutzen, um die Verbindung zum Satellitennetzwerk der Division wiederherzustellen. Jo. Feindliche Übertragung empfangen. Keine Zeit. Bei dem Sauber, das sieht man aber auch nichts. Lektion erteilt. Ja. Lektion erteilt. Aber Space and Air Museum machen wir dann. Space Administration Hauptquartier machen wir dann in der nächsten Folge. Würde ich mal so sagen. Wir machen den Kontrollpunkt noch. Der liegt ja hier halbwegs auf dem Weg. Kriegen die Jungs hier noch ein bisschen kalt hier. Das noch an. Zusätzliche Feindkontakte. So, jetzt können wir hier weitermachen. Schnell gefasster Feuerkontakt.
Gar nicht gut. Ist überhaupt nicht gut, wo wir gerade eben sind. Hoch. Dass ich mal hier oben mal einen Überblick habe. Für die ganze Sachlage hier. War einer von hinten oder was? Oh ja, in diese Verschwörung gekommen, hey. Ich schütze es von weg, der ist auch weg. Das war's. Danke. Cool. Okay. Ein Campus-Projekt ist bereits in Fertigstellung, Agent. Oh, Campus. Feindlicher Nachschubkonvoi in der Nähe. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Gebe ich mal ein paar Sachen ab. Warte noch ein bisschen. Agent, ein Projekt am Campus ist bereit zur Fertigstellung. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Ah, jetzt gehen wir noch ins Richtung, Richtung Space Admirations Hauptquartier und dann die Folge auch wieder beendet. Yep. Dann machen wir hier Feierabend. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, euer Christoph D86. Denkt dran, lasst ein Like, ein Abo da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.